Seid gegrüßt! Willkommen zur vierten Episode meiner Graveyard Keeper Serie. Beim letzten Mal haben wir uns die Füße wundgelaufen und einige neue Technologien freigeschaltet. Weiterhin haben wir anstelle von Saatgut das fertige Gemüse gekauft. Ganz toll hinbekommen habe ich das. Das Problem mit dem Wasser konnten wir bisher noch nicht lösen, wodurch es noch immer schwierig ist, ausreichend Nahrung für Energie herzustellen. Aber dafür habe ich zum Ende der letzten Episode im Skilltree gelesen, dass ich wohl doch Äpfel pflücken kann. Da stand ich wohl nur falsch. Also kann ich diesen Saft doch herstellen. In der Zwischenzeit habe ich mich schlau gemacht und herausgefunden, wie wir das Wasser aus dem Eimer nutzen können. Außerdem hat man mich auf die Idee gebracht, dass ich mir die Brücke doch im Westen anschauen könnte. Vielleicht kann man sie ja reparieren. Und hier ist das Brot auch schon fertig. Ja, ich weiß jetzt, wie man Wasser benutzt, denn man geht einfach ins Inventar. Hier wäre jetzt der Eimer gewesen. Dann habe ich einfach einen Rechtsklick drauf gemacht und den Eimer benutzt, um das Wasser in meine Hosentasche zu kippen. Muss man auch mal wissen. Und Handmischer? Keine Ahnung, wie das gedacht war, ist keine Ahnung. Aber ich kann Brot essen. Es bringt 12 Energie. Fleisch bringt 15, aber Fleisch muss ich erstmal bekommen. Brot habe ich ja eigentlich noch relativ gut hier, weil ich habe ja das Mehl noch, das ich im Keller gefunden habe. Stein, Stein, Stein. So, gucken wir, dass wir noch ein Brot hier fertig machen. Aber es fällt ja eh raus, das heißt, wir können es genau einfach da drin lassen. Mehl, nehmen wir mal alles. Mehl und Wasser. Ne, erstmal, wie viel kann ich machen? Wow. 24 mal Teig, okay. Und arbeiten. Plop. 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 Wow. Ach so. Dann muss ich jetzt alles einzeln hier rein stecken. Vier braucht man immer oder zwei. Essbarer Pilz minus 1 plus 2. Ich hoffe, der Teig wird nicht schlecht. Steht nichts dran. Beere. Genau, gehe ich gleich erstmal Äpfel sammeln. Ich warte noch kurz, bis das Brot hier fertig ist. Habe ich denn hier noch was im Keller zu tun? Ach ja, ich wollte schauen, wie ich diesen Bums hier. Holzplanken und Eisenstücke. Ich hatte doch irgendwie so einen komischen Holzambus hier irgendwo gesehen. Moment mal. Nee. Wo war das denn? Holzarbeit. Aufbaustand, kreisige Steinhauer, Goldkuchen. Nee. Holzarbeit. Nee. War das doch nicht hier? Mal eben schauen, habe ich was drin? Rezept einfach und lecker. Leider gerade kein Platz dafür. Oh, Brot eingesammelt. Hier muss ich doch noch mehr Brot reinstecken. Ah, okay. Stich wieder falsch gemacht. Habe ich jetzt nicht genug Feuer hier drin? Aber wir stecken hier einfach mal mehr rein. 190 Feuer, jetzt müsste es auch mit dem Brot hinhauen, oder? Habe ich jetzt alles am Teig da reingestopft? Außer zwei, okay. Dann den Teig erstmal wieder hier rein. Moment. Ja, genau. Oh, ich habe ja den Teig reingetan. Egal. Das erstmal weg, das weg. Fischsuppe. Dann lassen wir das hier erstmal backen und gehen wieder raus. Oh, hier hätte ich auch was angefangen. Fertig. Kriegen wir auch noch fertig, das Brennholz hier. Habe ich denn hier diesen Amboss gesehen? Holzhack, Bretthof, Fugusen, Steinhort, Steinschneider. So, gelernt, gelernt, gelernt. Das kann ich nicht. Bergbau. Eisenerzlager. Damit warten wir mal kurz. So,
schauen wir mal, ob hier nicht vielleicht wieder eine Leiche für uns liegt. Gut, Glück gehabt. Was braucht man denn, um das hier zu reparieren? Steine und diese Eisenstücke. Und zur Brücke wollte ich mal eben gehen. Und die Grabsteine kann ich gleich aufstellen, die ich dabei habe. Genau. Holzplanke, Balken, Nägel. Das war ja klar. Aber wo sind jetzt diese Apfelbäume gewesen? Das ist scheinbar, ja, das war diese Feuerstelle. Was ist das hier denn für ein Loch? Da braucht er wieder irgendwas für. Was war das hier? Feuerbestattungsort. Schön bei zwischen den Bäumen hier. Okay. Was soll schon schief gehen? Äpfel hatte ich ja bei dem Leuchtturm-Typen gesehen. Ich muss ihn gucken, gleich an Saatgut. Habe ich Geld? Ich habe gar kein Geld wahrscheinlich. Ah, ich wollte doch die Grabsteine aufstellen. Ja, jeder Gang macht schlank, oder wie war das? Wie gut habe ich den denn aufgebaut? Minus 11 erst. Moment, kann ich diese Dinger denn eigentlich einfach damit wie reparieren? Ich habe den doch erst gesetzt. Grabzaun habe ich nicht. Kann ich den einfach... Was ist denn jetzt wieder... Okay, es bleibt bei minus 11. Guck mal, der fügt 2 hinzu. Viel besser. Sieht doch viel schicker aus als so ein... Okay, auch noch minus 11. Hier könnte ich aber einen hin. Was stand da? Plus 1, aber 90%, okay. Steinkreuz reparieren kann ich nicht entfernen. Zum Glück geht sowas. Ist hier kaputt? Das kann ich doch, glaube ich, wieder verwerten. Also recyceln. Ach, den Zaun kann ich auch nicht reparieren. Holzkreuz entfernen. Ich kann auch nur diese Reparatursets herstellen, aber ich glaube, das Dings habe ich dafür noch gar nicht. Ich habe aber schon einiges hier verbessert. Was habe ich jetzt im Inventar? Genau, diese kaputten Dinger. Nee, diese Holzdinger nutzen wir am besten nicht mehr. Die nehme ich mit. Ich kann auch erstmal hier so ein Brötchen essen. Oder auch zwei. Habe hier noch so ein Fleisch. So, immer noch keine Leiche. Das ist sehr gut. Oh, er kommt wieder. Lieber schnell weggehen. Ist ja noch immer nicht gut aufgeräumt da. Konnte ich jetzt hier dran zersägen? Konnte ich die Sachen herstellen? Hier konnte ich noch Sachen kaputt machen, oder? Genau, ich kann da Brennholz draus machen. Ja, mache ich das mal. Wobei, ich kann das eigentlich auch in die Kiste packen. Muss jetzt nicht Brennholz haben unbedingt. Das weg, das weg. Was brauche ich und was brauche ich nicht für unterwegs? Egal, ich habe da noch Platz. Oh, Beeren. Kein Platz doch. Gut. Und laufe mal wieder in die Stadt. Und auch zu meinem netten Pharma-Kollegen, der mir einfach die fertigen Gemüse verkauft hat, obwohl ich doch gar nicht wollte, aber ich hätte auch selber aufpassen können. Ui, durchs Feld rennen. So, da war der so. Oh nein, wo ist der denn? Oh, Apfelbaum. Kann ich hier Äpfel mir mitnehmen? Solange mich keiner dabei sieht. Nein, keine Blumen. Ich will keine Blumen. Ich will die Äpfel. Wie zur Hölle komme ich an die Äpfel dran?
Oh, da ist er ja. Hat nichts gesehen. Handeln. Wow. Das sind die Samen. Das habe ich ja toll hinbekommen beim letzten Mal. Kosten 9 Kupfer und ich habe 3. Ich könnte Feuerholz verkaufen für... Wow. Ich hätte vielleicht doch mehr Feuerholz herstellen sollen. Hey, gut, dass alles nur 9 kostet. Wow. Oh Gott, so viel habe ich doch gar nicht. Minus 44. Ja, wow. Minus 4. Ich glaube, irgendwie war da was, dass man 4 braucht. Dann gehen wir wieder. Wir kommen hier nicht durch. Alles klar. Was genau wollte ich in der Stadt eigentlich? Ich wollte nur Saatgut kaufen und ich wollte Äpfel pflücken gehen. Muss doch irgendwo funktionieren. Natürlich ist der Händler nicht da. Bären. Vielleicht kann ich ja etwas beim Schmied verkaufen. Handeln. Ja, das brauche ich ja. Ganz toll. Vielleicht kann ich die Beeren in der Taverne verkaufen. Hi. Handel. Stattungs... Ich habe wieder eine. Okay. Oder gibt mir sogar 4 dafür. Gut. Ich brauche halt das Saatgut. Gut, hätten wir doch etwas Geld. Und die ganzen Eisensachen vom Schmied. Aber ich brauche erstmal was zu essen, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Aus den Steinen, die ich habe bei mir, kann ich ja die Grabsteine bauen. Ja, so machen wir das am besten. La 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 la. Ein Glück, der ist noch da. Hatte schon Angst, der ist wieder abgehauen. Karottensamen. Davon welche? Kohlsamen? Kohlsamen haben wir auch welche. Das sollte erstmal reichen. Rüben hätte ich vielleicht auch noch. Egal. Moment, ist da was günstigeres gewesen? Weizensamen, 9. Ich habe nicht so viel Geld. Oh, das passt genau. Also fast genau. Das hier oben sieht aus wie Kohle. Nur keine Ahnung, wie ich dorthin komme. Oh, Bienenstock. Oh nein. Hi, Isel. Dann haben wir wieder eine Urkunde für ein Silber noch was. Wäre eigentlich ganz gut, wenn hier die Hufspuren vom Esel noch zu sehen wären. Aber man kann ja nicht alles haben. 97%. Nein, mitnehmen. Eintreten. Drauflegen. Kann ich hier nicht auch irgendwas aufwerten? War das Anatomie, Alchemie, hartes Zeug. Entfernt Schädel, Knochen, Haut. Das bringt mir doch wahrscheinlich weiches Zeug gefährlich an. Entfernen Blut, Fett. Kann ich das dann alles separat verkaufen? Das wäre ja eine gute Einnahmequelle, die ich mir da habe entgehen. Okay. Okay.
Ich habe Blut gesammelt. Habe ich denn überhaupt so viel Platz? Ist das eine Kiste? Nee, da ist ja nur der Schädel drauf. Knochen? Ich nehme alles, was man rausnehmen kann. Alles wird hier wieder verwertet. Erstmal ein bisschen essen. Fett. Wir nehmen alles, ne? Schädel auch noch. Hm. Die Haut, Alter. Dann wird das Fleisch ja schon fast zur Nebensache, Nebenprodukt. Keine Energie. Ich brauche eh keinen Platz mehr. Obwohl, wenn ich das Fleisch jetzt drauf esse, habe ich wieder Platz. Ist die Frage, gebe ich dem Typen jetzt das, dem Schädel schon das Bier? Ja, ne? Autopsie schon einfügen. Einfügen? Oha. Ja. Ich bringe die Leiche erstmal wieder weg. Dann schaue ich nachher mal, was ich mit den Produkten davon machen kann. Hi. Ich hoffe, er hat meinen Fortschritt bemerkt. Jetzt habe ich quasi 7 Tage oder so Zeit, ne? Eine Woche. Wie lange geht hier eine Woche? Bauen. Grabstätte. Da ist ja noch ein freier Platz. Escape. Nehmen. Erstmal graben. Nehmen. Reinlegen. Zuklopfen. Ach ja, die Dingens habe ich ja keinen Platz für. Grabstein habe ich auch rein zufällig nicht, weil ich kann ja irgendwas hier eben weglegen. Reparaturwerkzeug brauchen wir gerade nicht. Ja. Jetzt kann ich das hier nehmen. Und dann hauen wir mal wieder ab. So, wir haben jetzt viel gesammelt. Jetzt geben wir ihm das Bier. Vielleicht wird dann wieder irgendwas Neues freigeschaltet oder so. Hey, wo ist mein Bier? Gib ihm ein Bier. Plus 20. Sympathie. Aufgabe beendet. Ah, wie enttäuschend. Ich glaube, ich brauche etwas Stärkeres. Ja, super. Nie zufrieden, der Schädel hier, Gary. In Ordnung, du scheinst ja ganz in Ordnung zu sein. Also, hier ist ein guter Ratschlag. Ratschläge nehme ich natürlich auch an. Hör auf, durch die Gegend zu laufen und allen zu erzählen, dass du aus einer anderen Welt kommst. Hm. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich habe meinen Körper aus einem ähnlichen Grund verloren. Oh oh. Also, wenn du deinen behalten willst, hör auf. Vielleicht hat er recht, ich sollte vorsichtiger sein. Also, was war deine Frage? Wie komme ich nach Hause? Ganz einfach, du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel benutzen. Das ist ein Portal. Da muss ich einfach nur hindurchgehen, oder was? Muss ich es erst anschalten? Ich habe hier drin offensichtlich kein Gehirn, also weiß ich auch nicht, woher das, dieses Wissen kommt. Oh. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Welche Bibliothek? Wow, die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der junge Astrologe etwas. Der ist ziemlich clever. Welcher Astrologe? Wie komme ich in die Bibliothek? Natürlich durch die Kirche. Und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Ich habe einen Weinkeller? Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Ja, ich sehe hier schon. Netz, Netz, ich fischte gern. Ich kann mich ans Fischen erinnern. Wie kommt er jetzt darauf? Ich habe mal einen Fisch gefangen, der war so saat. Ich habe keine Hände, aber glaub mir, der war riesig. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal? Weißt du was? Ich muss los. Danke. Klar, klar, ist ja auch toll, wenn man Beine hat. Vergiss nicht, mir Wein mitzubringen. Es wird ja immer alkoholischer hier, was er haben möchte. Neue Aufgabe, bringe Gary Wein. Hol dir eine Flasche Wein, okay. Frage nach dem Astrologen. Oh, er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Ah, den kenne ich schon. Sie trafen sich jeden Halbmond, zunehmenden Mond am Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturmwärter? Da war ich schon, aber egal. In der Nähe von, mal nachdenken, Saat. Ich hab's vergessen. Diese ganzen Fragen sind so frustrierend. Du bist kein guter Freund, weißt du? Zurück und gehen. Bis später.
Die Frage ist, was mache ich mit dem Blut? Ob ich die ganzen Sachen verkaufen kann? Vielleicht kann ich damit kochen. Obwohl, ja doch, man kann auch mit dem ganzen Fleisch was anfangen und so. Oh, warte mal, Wasser hatte ich ja zu wenig. Habe ich Platz? Ja. Wasser holen aus dem Brunnen. Oh, das Brot ist fertig, aber ich habe keinen Platz dafür. Cool. Oh, die wollte ich einpflanzen. Erstmal das alles weg. Dann holen wir das Wasser. Oh. So. Inventar öffnen. Rechtsklick auf den Eimer. Benutzen. Und man hat... Wo ist das Wasser hin? Ah, aufgesammelt schon. Gut, dann nehme ich noch den Teig hier. Geh hier hin und mache Teig. Oh, ich habe kaum noch Mehl. Gut, dann mache ich halt ganz wenig Teig. So, kann ich keinen... Geht doch. Brennt ja noch. Na, Fisch habe ich nicht. Rübenscheiben. Hm. Habe ich denn noch Mehl? Ja, eins nur noch. Das wird auf keinen Fall reichen. Ach so, das, was in den Kisten ist, wird, glaube ich, auch immer mit angezeigt bei der Benutzung. Das ist. Wo muss man die Sachen hier zu? Oh, kein Platz. Okay, später nehmen wir das wieder mit. Wie lange noch? Zu lange. Den zurück. Kann ja erstmal essen. Essen. Die Beeren kommen auch erstmal wieder hier rein. Alle. Kohlsamen Fisch. Komm, die Zeit nutzen wir mal. Gehen zu meinem Garten. Aber wie benutze ich den jetzt genau? Pflanzen? Kohlsamen, Krautsamen, Weizensamen. 4 von 4. Na gut, dass ich immer 4er geholt habe. Und jetzt? Warten oder was? Leeres Beet. Nee, hatte ich ja. 8 von den anderen. Komposthaufen, Stöckchen. Kohl. Frag mich, wie lange der wohl braucht. Kohl. Pflanzen. Karottensamen. Pflanzen, Karottensamen. Kann ich denn wieder was Neues lernen? Ja, da muss ich ja da rein. Das kann ich auch nicht. Kiste. Geht gar nicht. Sammeln, Beete. Umpflanzen, das habe ich gelernt. Gärtner, Insekten, Verfall. Schmiedekunst. Ob ich das beim Schmied irgendwie erlernen kann? Oder durch Bergbau vielleicht? Nein, das ist einfach nur abbauen. Nehmen wir mal neues Wasser mit. Und neue Steine kann ich ja mal mir holen. Oh, sehr sumpfig hier. Wie komme ich denn da hin? Offensichtlich gar nicht. Kann ich dich hier abbauen? Sehr schön. Fertigen Grabsteine. 3 Stück.
kann die letzte Energie noch aufbrauchen. Die Fischsuppe habe ich noch. Aber wir schauen mal nach der Rotbeete oder nach den Rübenscheiben, genau. Brot. Das ist aber viel Brot. Rübenscheiben. Wird der Charakter eigentlich auch übermüdet irgendwann? Nutzen. Und rein damit. Grabsteine bauen, Grabsteine bauen. Und schon wieder keine Energie. Oh, die Stöckchen habe ich doch. Okay. Die muss ich wohl doch einzeln holen. Warte mal, Balken und Planke brauchte ich doch. Moment mal. Was war das hier? Das war zum Reparieren der Werkzeuge. Hier konnte ich Balken. Kann ich doch keine Planken machen, die nur Brennholz. Kiste hast du Sägebock, den habe ich. Holz hat Platz. Werkbank für Holz. Balken. Ja. Ich sollte mir Eisenstücke holen. Kann ich mir die Werkbank für Holz machen? Also Balken erstmal herstellen. Gut. Balken herstellen. Erstmal Essen holen. Bisschen Brot. Ich hätte auch einfach diese Fischsuppe essen können. Balken, Sägen. Wie viele? Zwei? Drei? Vier? Könnte ich eigentlich schon auf Vorrat machen, aber ein bisschen mit der Energie haushalten hier. Werkbank für Holz. Eisenstücke muss ich mir holen beim Schmied. Machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Habe ich jetzt gegessen oder nicht? Nee. Jetzt schauen wir, ob wir wieder. Wow, das bringt so wenig. Oh oh. Bin ich müde? Ich lege mich mal besser hin, bevor ich ihn noch umkippe. Habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Schlafen, schlafen, schlafen. Hey, sogar abends, ne? Das ist doch wahrscheinlich besser zu schlafen. Wenn ich aufwache, ist wahrscheinlich wieder eine neue Leiche da. Habe ich wieder ein Silber verdient. Speichere Fortschritt. Aufstehen, ich bin nicht müde, ja. Guck mal, das Brot ist gebacken. Perfekt, habe ich noch was zum Mitnehmen. Ja, eine Urkunde habe ich. Komm, die Leichenteile lasse ich erstmal da, wo sie sind. Habe ich jetzt alle Steine fertig gebaut? Ja. Oh, ich hätte auch... Nee, kann ich gar nicht. Ein Stein? Nee. Eisenerze kann ich nicht. Gehen wir erstmal gucken. Hallo, du bleibst hier. Kann ich da draufsetzen? Ja. Schauen wir mal, ob nicht vielleicht eine neue Leiche zum Ausnehmen da ist. Nein. Grabsteine habe ich 3 Stück. Komposthaufen hätte ich bauen können. Vielleicht hätte ich damit irgendwas machen können. Welche Reste habe ich denn? Die Leichenteile vielleicht? So, kann ich denn noch hier ausbessern, wo minus 3 ist und so vielleicht mal. Das nehmen wir weg. Grabstein. Grabstein dran. Was ist noch so kaputt hier? Kein Grabzaun, den habe ich halt nicht. Okay, die Leiche scheint nicht gut zu sein. Entfernen. Hier ist gar kein Stein dran. Ich sollte ihn auf plus 5 bringen oder so, ne? Gary. Auf 5. So, dann gehen wir mal die eine Urkunde da verkaufen. Nehmen aber die
Stückchen damit, die ich von der Leiche habe. Er will ja sein. Nee, war das denn? Ah, ich habe hier in meiner Küche in der Kiste liegen. Sehr hygienisch. Noch ein bisschen Holz. Okay, geht nicht. Gut, dann halt kein Holz. Was machen die Sachen hier? Sind die gewachsen? Man weiß es nicht genau. Ich kann direkt mal Wasser mitnehmen für nachher. Später irgendwann. Einmal mit sauberem Wasser. Zumindest etwas. Mal direkt das Wasser aufmachen. Ja, ne? Plopp. Öffnen. Wasser weg. Also die ganzen Sachen damit und schauen, was wir davon verkaufen können. Wie lange noch für die Brötchen? Nochmal reingucken. Ja, draußen in der Kiste. Lagern wir mal die kaputten Sachen. Und gehen mal wieder zum Schmied. Aber erst zur Taverne. Die Urkunde verkaufen. Boah, die Beeren sammle ich jetzt aber nicht ein. Ich will die Äpfel sammeln. Echt keine Ahnung, was ich da falsch mache. Braucht man dafür vielleicht so ein Werkzeug? Wir haben halt so ein Holzding mit so einem Greifdings und so einem Säckchen dran, womit man Äpfel von Bäumen pflücken kann. Aber ob es das hier gibt? Ich habe einen Kupfer, ne? Ja. Escape, escape. Oh, der Händler ist wieder da. Oh, den soll ich ja, wenn ich die Sachen geerntet habe, ja irgendwie verkaufen oder so. Egal, wird sich schon melden. Handeln. Siegel habe ich immer noch nicht. Oh, ich könnte mein Brot verkaufen. Will ich das? Nein. Warte mal, habe ich eine Angel? Nee, hä? Ich habe doch irgendwas von der Angel gelesen letztes Mal. Oder? Wir gehen zum Schmied. Konnte ich die Beeren eigentlich verkaufen? Eisenstücke, oh, das sind teuer, ey. Das brauchte ich für das Ding. Wahrscheinlich brauche ich dann gleich noch Nägel oder so. Schauen wir mal, wie das mit den Beeren ist, ob man die auch verkaufen kann. Ach ja, das war ja von unten. Hallo, lasst mich hier durch. Ich bin wichtig. Ja, 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 Handel. Nö, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Ach, wir schauen hier nochmal vorbei, ob er was zu sagen hat oder zu verkaufen, aber wahrscheinlich nicht. Goldschmuckverzierung. Traubenkern, ja, das lassen wir mal. Sieht alles sehr teuer aus. Was konnte man bei ihm hier machen? Ach so, gar nicht hin. Ja, dann gehe ich da nicht hin. Aber hier wollten wir noch einen Besuch abstatten. Da, 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 da. Reden, handeln, handeln. Weizen brauche ich, um Brot zu machen. Wie viel immer? 4er, 8. Oh, das passt ja. Schön. Wie erhöhe ich das wahrscheinlich hier, wenn ich hier viel handle? Ja, aber der ist auch noch auf 0. Oh Mann. Muss ich ihm Sachen verkaufen? Ach, ich wollte ja. Nee. Ach ja. Der Esel war da. Ich hoffe, der bringt immer nur eine Leiche.
habe ich Platz für Sachen? Ich brauche hier unten auch unbedingt eine Kiste. Autopsie, ja, will ich. Das frisst alles so viel Energie. Was ist das denn? Ärztepfusch, du warst noch nicht erfahren und die Operation lief nicht wie erwartet. Dein Konzept hat die Qualität leicht reduziert. Okay. Nicht gut. Hä, warum bin ich denn auf einmal so schlecht? Erstmal die Haut abziehen hier, den Schädel entfernen. Es gibt aber gute Erfahrungspunkte. 97%, ach so, da die drei Dinge. Ah, okay, 97% ist halt die Haltbarkeit und Qualität sind die Totenköpfe. Okay. Ich brauche einen neuen Stein. Wird aber irgendwie eng hier. Alter Friedhof, Qualität minus 1. Und zuschaufeln. Urkunde, Grabstein habe ich nicht. Genau, und wieder weg. Ich frage mich gerade, ob das eine gute Idee ist, die einzelnen Teile, die ich da immer raushole, in der Küche zu lagern, aber ob es sinnvoller ist, sie dort zu lagern, weil man dann wahrscheinlich irgendwas damit machen kann. Hm. Und wo kriege ich die ganzen neuen Steine her? Irgendwann wird es ja hier eng mit Steinen. Kann ich aber dieses Dings hier bauen, das die Werkbank für Holz. Werkbank bauen. Hämmer, 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 Hämmer. Fertig. Holzplank. Holzmarkierung, hölzerne Grabumrandung. Das ist doch gut. Das sind diese Holzplanken, okay. Balken. Aber woraus mache ich jetzt? Wieder vergessen. Holzplanken aus Balken, okay. Arbeit, 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 sägen, 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 sägen. Ich muss aber sehr bald Weizen abernten. Es wird ja sonst unbezahlbar, was ich dann an Weizen kaufen müsste, um Brot zu backen. Oder an Mehl. Ich möchte irgendwas Neues wieder freischalten können. Bauen. Ich nehme einfach das Holzarbeit. Ich muss echt langsam mal dazu kommen, den Keller irgendwie freizuschalten. Alles, alles, alles weg. Ja, die Beeren noch. Ja, einfache Eisenstücke brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, wieder zum Schmied. Kochen kann ich nichts. Doch, Aufschnitt. Was mache ich dem Eier? Kann ich den ja braten. Kochen, braten.
gebratenes Fleisch. Das geht ja von alleine hier. Eine Urkunde. 4 von diesen Beschlägen brauche ich. Kann ich direkt eigentlich auf Vorrat kaufen? Sandwich. Ich habe kein Kohl. 17, wow. Chemie. Burger. Beerensaft. Wie kriege ich diese verdammten Äpfel denn? Oh, 30. Aber Schleim habe ich nicht mehr gefunden. Was konnte ich jetzt hiermit machen? Wahrscheinlich nichts. Nee, da fehlt mir der Salat zu. Langsamer Stoffwechsel. Dann schauen wir noch mal kurz, was man braucht. Oh, hier sind Steine. Nicht genug Energie. Steine hacken ist doch schön. War hier oben nochmal das abgebrannte Haus? Nee. War ich hier schon mal? Oh oh. Aber hier sind Steine. Holz. So Steine sind ja, was ist das denn hier? Okay, das kann ich. Okay, was ist denn dahinter? Oh. Große Steinplatten. Okay. Die möchte ich jetzt aber nicht tragen. Das war die Friedhofskapelle. Brauchte ich auch wieder diese... Ah, Nägel, okay. 7 Nägel und 4 Scharniere für das Aufräumdings da. Grabstein hätte ich vielleicht auch mal... bauen können. Oh, ich könnte erstmal den Weizen einpflanzen. So Sachen, die Zeit brauchen, sollte man meist rechtzeitig gemacht haben. Oh, oh, wie komme ich rein? Von oben nur, ne? Ja. Da, 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 da. Sieht aber schon ganz gut gewachsen aus. Leeres Beet. Es geht. Oh, Komposthaufen. Wow, wohin denn damit? Dahin vielleicht. Pflanzen fertigen. Nicht genug Energie. Pflanzen. Weizensamen. Schauen wir noch mal hier beim Komposthaufen. Den Grept aus. Fertigen. Hm. Kann ich da vielleicht diese Leichenteile reinstecken? Fleisch vielleicht? Oder das Fett? Hm. Eisenpilz? Nee. Steinreparaturset. Grabsteine. Tier. Holzplan. Oh, natürlich von der richtigen Seite arbeiten. Sorry.
Ach, das Holz muss da unten drauf, sonst wird das nicht benutzt. Okay. Mach manchmal die Balken. Ach so. Wieder nicht gegessen. Benutzen, benutzen. Wer viel arbeitet, muss auch viel essen. Nicht genug, aber haben wir genug gearbeitet. Wir haben ja sehr viel kaputte Sachen. War doch eigentlich erfolgreich. Und wir haben sogar was im Garten angepflanzt. Das ist sehr schön. Dann beenden wir mal die Folge für heute. Wie immer gilt... Oh, ich habe hier Fleisch. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, falls das noch nicht geschehen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.